Schaut das einigermaßen aus von mir? Du siehst super aus. Super. Der Mann sieht gut aus. Herzlich willkommen in Obergogl zu einer weiteren Ausgabe der Stammtischgondel. Heute einmal ohne Sakko bei minus gefühlten 100 Grad. Ja, Wahnsinn. Bitte verziehen. Bei mir Andreas Buhr, seines Zeichens Speaker, Experte für alles, was wichtig ist. Grüß dich, Andreas. Du bist Speaker und Buchautor. Was ist ein Speaker? Was macht so ja, ein Mensch? Die Frage ist ganz... Tee oder Glühwein? Glühwein natürlich. Ja, bitte. Also, bedien dich. Da hier. Ja. Das ist Glühwein. Okay. Das ist Tee. Also, das ist eine gute Frage. Manuel, vielen Dank. Die Frage hat mir mein Sohn mal gestellt. Papa, was machst du überhaupt? Ja, der war 14 und hat mich gefragt, du, ich habe hier gehört in New York, wir waren auf einer Veranstaltung, was ist eigentlich ein Speaker? Und dann musst du natürlich schnell antworten. Du kannst nicht sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung. Na? Und es ist tatsächlich so, dass nach reiflicher Überlegung ein Speaker jemand ist, der als Experte für ein Thema etwas sagen kann. Und mehr weiß als andere. Am besten jemand, der von anderen Experten als Experte bezeichnet wird. Meine Expertise, ich rede als Unternehmer über Führungs- und Vertriebsthemen. Ja. Darüber kann ich mehr sagen, weil ich darüber jetzt 38 Jahre Erfahrung habe. Und eine Akademie gegründet habe und Bücher zu den Themen habe. Und deswegen werde ich als Experte dafür gesehen. Und irgendwie ist das gekommen, dass das ein Begriff Speaker dann am Ende ist. Das haben im Allgemeinen die Amerikaner. Die nennen sich Speaker. In Deutschland ist das Redner oder Trainer. Ja, kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. Ach so, ja, rein zufällig. Wie doch herunter. Ja, normalerweise schreibt da noch was rein für den Mann. Normalerweise kein Product Placement da in der Stammtischgondel. Also okay, wir über tun wir das ein bisschen. Alles, nein, lass da. Wir sprechen in der Stammtischgondel über alles, außer über Skifahren mit interessanten Menschen. Du bist Mitglied in der NSA. Das ist aber die National Speakers Association. Ja, das sind die reden, nicht die das zuhören. Sind, ja, genau. Das ist ein Pool von Experten, die das eigentlich sich gegenseitig austauschen. Es gibt was sehr Interessantes, was wir beide wissen. Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange. Ja. Der Andreas, vielleicht sieht man es, hat in Obergogl einmal... Hier! Sind wir gerade dran vorbei? Den Skilehrer-Anwärter gemacht. Genau. Erzähl mal, wie ist denn dazu gekommen? Aber das war eine witzige Geschichte. Ich habe Mitte der 90er Jahre hier in Österreich gearbeitet. Ich war für die Vienna & Jones Group und für die Bank Austria als Generalbevollmächtigter tätig. Und das ist ein Titel, den kannte ich vorher gar nicht. Den gibt es nur in Österreich. Generalbevollmächtigter, das ist ja mal cool mit dem Kugelschreiber, oder? Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich hier arbeite, dann sollte ich mich auch ein bisschen einlassen auf alles das. Und habe im Rahmen einer Wette diese Wette dann am Ende gewonnen, dass ich es nicht schaffen würde, hier ein Skilehrerpatent zu machen als Piefke. Das ist ja für Deutsche nicht so einfach in Österreich. Und ich habe das dann tatsächlich hier absolviert, einige Wochen, und war ja dann bei euch auch zu Gast, habe bei euch gewohnt und daher kennen wir uns auch. Und ich bin sehr dankbar dafür, was ich gelernt habe bei dieser Ausbildung. Das war das allererste, was der Robert damals sagte. Ne? Hier lernst du, dass der Schnee nicht nur weiß ist. Und seitdem habe ich einen riesen Respekt davor. Und fühle mich auch immer verantwortlich, wenn wir jetzt in der Gruppe, in der ich zurzeit unterwegs bin, einen dabei haben, der ohne Helm fährt. Dann denke ich immer, ich müsste mit dem reden. Denn Skifahren ist gefährlich. Es gibt Menschen, die viel zu schnell fahren für ihre Verhältnisse, finde ich. Und das langsam fahren, das langsam und akkurat und genau fahren, ne, Flugbogen und Girlanden und auf hellblauen Pisten, das hat mich sehr demütig gemacht im Nachgang. Also du sagst jetzt, Schneepflug ist kein Problem mehr jetzt als Anwärter. Ja, genau. Wie oft warst du denn überhaupt jetzt schon hier? Also wir kennen jetzt eigentlich wirklich schon seit längerer Zeit, aber du warst vorher schon hier, eigentlich in Obergogl. Ja, ich bin das erste Mal hier mit dem Ötztal in Verbindung gekommen. Da war ich 14, da war ich in Fendt. Und in Fendt waren die Menschen, die kein Geld hatten. Und meine Eltern hatten kein Geld, also waren wir in Fendt. Und dann haben wir rübergeschaut, Oberhochgurgel, konnte man von da aus sehen. Und dann hieß es immer, da fahren nur die hin, die Geld haben. Das war richtig wahr. Das ist also wirklich irgendwie so ein Ort, der einigermaßen für gut Betuchte damals war. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Doch, doch. Und ich bin dann... Gibt für alle was. Also 1990 das erste Mal hier gewesen und habe tatsächlich Silvester im Granatschlüssel damals in der Sauna übernachtet, weil das der einzige Raum war, der frei war im ganzen Dorf. Und seitdem bin ich jedes Jahr hier, seit 1990. Seit 1990 durchgehend. Man macht es normalerweise nicht, aber... Die Tür muss wieder zugemacht werden. Ich bin ein erfahrener Mensch. Du bist ein recht sportlicher Mann. New York Marathon ist dabei und auf dem Mount Everest bist du gelaufen. Ja. Wie kommt man dazu? Ja. Die Idee besteht seit langem und man geht jetzt nicht einfach auf den Mount Everest. Ja. Das
wie schaut denn so eine so ein Prozess aus? Wir schauten sowas aus, wie funktioniert das? Also ist es so, diese New York Marathon-Geschichte, das ist tatsächlich eine fixe Idee gewesen, die ich mit einigen Freunden hatte, die gesagt haben, Mensch, bevor irgendwann gar nichts mehr geht körperlich, sollten wir uns nochmal so richtig irgendwie zeigen, dass wir auch was können. Das war also eine klassische Männernummer. Ja. Und waren das erste Mal da, das zweite, das dritte Mal noch hinterhergefahren, weil wir bestimmte Zeiten hatten, die wir damals laufen wollten. Und ich wollte immer unter 4 Stunden sein und das dachte, das ginge ohne Training, also in gewisser Weise auch verrückt. Das ist ungefähr so, als wenn du schwarze Piste fährst und kannst gar kein Skifahren. Ja. Und diese Zeit ist vorbei. Na, das hat mich macht mich nicht mehr so an. Also diese langen Strecken, ich mache jetzt eher andere Dinge. Und diese Berge sind eh mein Thema, schon immer. Nicht? Ja. Wenn ich also hier bin ich, denke ich, auch ein anderer Mensch. Das ist nochmal eine andere Form von Energie. Und ein Kollege von mir, der hat in 7 Jahren die 7 höchsten Berge der Welt bestiegen. 7 Summits gemacht. Ja. Sein höchster Berg sollte der Everest sein. Das war das letzte Ziel. Und der auch, schreibt auch Bücher, der Steve Kröger. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, du, wenn du da hingehst, dann gehe ich mit. Und dann hat er gesagt, meinst du das ernst? Ich sage, ja, passt, schreib oder? Auf. Mach mal, wie lange das brauchen wir? Das klingt dann, traust du dich, oder? Schreib auf, ich komme mit. Da hat er gesagt, wie lange hast du Zeit? Da habe ich gesagt, eine Woche? Können wir mit einer Woche? Da hat er gesagt, du bist so verrückt, eine Woche geht auf keinen Fall. Wir waren dann 4 Wochen da und es hat bis zum Basislager gereicht. Immerhin 5.500 ist das hoch. Den Gipfel kann ich nicht wirklich machen, ohne Bergsteiger zu sein. Ich bin ja kein Bergsteiger. Sportlich ja und irgendwie verrückt genug, solche Dinge zu machen. Und das war eine tolle Erfahrung, im Himalaya zu sein, bei den Nepalesen, die also nichts haben und die alles bereit sind zu geben. Die also eine wahnsinnige Demut haben. Da kommst du in gewisser Weise geläutert vom Berg zurück. Na? Und die Amerikaner sagen, Andreas, relax. Na? Der Berg ist nächstes Jahr auch noch da. Wenn das dieses Jahr nicht klappt, komm einfach wieder. Schauen wir mal. Ja, genau. Probieren wir es halt nochmal, oder? Meine nächste Frage. Du hast ja, das ist jetzt dein letztes Buch, das habe ich mir von dir vorher per Telefon gewünscht. Danke fürs Mitnehmen. Ja. Ich werde es an die entsprechende Frau zu Weihnachten weiter verschenken, die ich das gewünscht habe. Du hast aber 20 Bücher geschrieben, oder mehr wie 20 eigentlich. Wer kauft denn sowas? Das kaufen im Allgemeinen, also Vertriebs- und Weil das ist schon ein sehr spezielles Thema, also reich wär's nicht damit. Das ist, wirst du nicht reich. Wir haben für das Buch das erste, was richtig gut lief, Vertrieb geht heute anders, 2011 kam das raus, haben wir 80.000 Stück verkauft. Wir konzentrieren uns und ich konzentriere mich mit meiner Arbeit darauf, die Internetwelt und die reale Welt zu verbinden und das genau auf dem Thema Verkauf. Also wenn du heute sagst, Kunden, die sich für Dinge interessieren, sind informierter als je vorher. Sie googeln das, sie gehen auf Internetportale, schauen sich Social Media an, gehen auf Webseiten und haben die Informationen. Das heißt, der Kunde ist der neue Experte. Ja. Früher war es der Verkäufer, heute war es der Kunde. Ich könnte mir vorstellen, dass der heute auch über Ski und über die Konsistenz von Skiern mehr weiß, wenn ich heute Skier leihe als früher. Das bedeutet, wenn der Kunde der neue Experte ist, ist der Verkäufer plötzlich in der Defensive. Und das sind die Führungskräfte auch und die Unternehmen auch. Und damit beschäftigen wir uns, haben Studien dazu gemacht und das ist meine Arbeit, die wir in Buchform rausbringen, um auch unseren Kunden zu zeigen, dass wir dazu was wissen. Es gibt ein Training dazu, es gibt Vorträge dazu und das kaufen eben Unternehmer, es kaufen Vertriebsgeschäftsführer, es kaufen Verkaufsleiter, Bereichsleiter, Menschen, die in irgendeiner Form mit Kunden über Produkte und Dienstleistungen reden. Ja, also schreibe dann natürlich gerne dazu unter andreas-buhr.com. Genau. Na guck mal, es gibt in Österreich 400.000 Verkäufer ungefähr, habe ich gesehen, und etwa 40.000 Verkaufsleiter. Wir haben eine Spanne von 1 zu 10. 40.000 Menschen, die mit Verkäufern in der Führung arbeiten und für die ist dieses Buch wie gemacht. Die Digitalisierung schreitet ja immer weiter voran. Was glaubst du, wo sind wir denn in 10 Jahren? Also es wird eins... Wenn ich mir auf mein Handy schaue, wir fahren in die Hohe Mut und wir haben hier 4G, also man kann... Da oben ist WLAN, ne? Ja, da oben ist wieder WLAN. Ja, na, hier auch schon. In der Grundlage? Ja. WLAN, okay. Also, wo führt denn das hin, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass die Verbindung beider Welten das Thema ist. Wir leben hybrid. Wir werden umgeben sein von IP-Adressen. Das Internet verlässt den Rechner. Wir haben das Wissen der Welt überall im Zugriff. Die Handys werden kleiner, die Apps verschwinden. Wir werden so mit klassisch Alexa, Siri etc. diese, sagen wir mal, Chips vielleicht irgendwann unter der Haut haben, die uns die Informationen, die wir haben wollen, unmittelbar besorgen. Das Leben wird an der Stelle ein 24/7 sein. Es wird so sein, dass Transparenz, Geschwindigkeit für die Veränderung weiter zunehmen.
Und die Menschen werden die Herausforderung haben, priorisiert zu arbeiten und wirksam zu bleiben. Was ich heute feststelle, ist, viele kommen mit der Geschwindigkeit nicht hinterher. Ja. Die sind irgendwie am Rande des Burnout, weil sie glauben, sie müssen immer reagieren. Und ich glaube, die Handlungsmacht zu behalten, wirksam zu sein und zu schauen, dass am Ende gute Ergebnisse rauskommen, das ist das, was im Fokus stehen muss. Und die neuen Technologien und die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, einzupreisen in das Tagesgeschäft. Eben keine Aversion zu entwickeln und ja, nicht zu sagen, das brauche ich jetzt nicht, das will ich nicht, sondern offen zu bleiben, lernender zu bleiben und für diese Themen tatsächlich aufgeschlossen zu sein. Ich glaube, das hilft uns sehr. Also es ist da und es wird auch nicht mehr weggehen. Es wird noch mehr. Also wie gehst du damit um, wenn dir zum Beispiel jemand ein E-Mail schickt und eine halbe Stunde später angerufen hat, ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Ja, da gehe ich nicht dran. Das bleibt ja hier, oder? Ja. Sonst hättest du mir gleich anrufen können. Ja, ich glaube, es ist so, dass wenn du wirksam sein willst, brauchst du blockweise Arbeitsstile. Also wie du zweimal täglich Zähne putzt ja, und bestimmte Dinge als Routine während des Tages tust, ist Kommunikation, ob offline oder online, ob Chats oder E-Mails oder was immer da erforderlich ist, auch nur blockweise zu erledigen. Also zum Beispiel zwei oder dreimal am Tag die E-Mails zu machen. Und nur zwei oder dreimal am Tag Chats zu lesen und im Social Media unterwegs zu sein und nicht ständig zu reagieren. Ja. Das führt uns in die Opferhaltung und Menschen, die Opfer sind, können nicht mehr wirksam sein. Das heißt, schau, dass du das Heft des Handelns für dich, für dein Leben, für dein berufliches, auch für dein persönliches und privates Wirken in der Hand behältst. Jetzt sind wir gleich doch. Es reißt auf. Herrlich, oder? Ja. Herrlich. Jetzt hast du aber deine Schiene unten. Ja, genau, ich muss wieder runterfahren. Ja, genau. Hinfallen, aufstehen und weitermachen. Das ist also ein Spruch, den man von überall her kennt. Wie einfach ist denn das wirklich? Weil es gibt schon Situationen, wo man auch in ein fürchterliches Tief fällt. Ist so, ja. Und auch schwierig wieder rauskommt. Also da braucht schon einen Spezialisten, der einem auch wieder auf den richtigen Weg bringt. Ja. Also ich habe große Zweifel, Menschen zu glauben, die sagen, sie wären immer gut drauf. Ich glaube, es kann nur der gut drauf sein, der auch mal schwache Phasen hat, dem es mal schlecht geht. Und in so schwierigen Phasen zeigen sich auch die starken Charaktere. Ja. Es ist tatsächlich so, dass es denjenigen, die verliebt sind in das, was sie tun, die sich verlieben in ihre Ergebnisse, verlieben in ihre Ziele, die sich identifizieren mit dem, was sie machen, die auch genau wissen, was sie durchziehen wollen. Nehmen so einen Moped-Marathon, davon habe ich zufällig gehört, nicht, dass das hier irgendwo in der Nähe immer geben soll. Dass die Menschen auch was posten dazu. Schöne, verrückte Idee. Und to fail is not an option. Ist ja nun eine Philosophie von einem sehr berühmten Österreicher, der in Kalifornien auch mal Gouverneur war und Schauspieler ist. Und das, finde ich, ist eben wichtig. Also zu wissen, wenn du dich in etwas verliebst, was du unbedingt tun und umsetzen willst, dass es Widerstände gibt, dass es Hürden geben wird, dass du scheitern wirst. Bei allem, was du tust, wird das so sein. Es wird immer Widerstände geben. Du wirst scheitern. Und dann heißt das, nimm das als Feedback und steh wieder auf und geh den nächsten Schritt. Ja. Und diesen Impuls zu lernen, glaube ich, lohnt sich. Und wer das in jungen Jahren lernt, als Kind, als Jugendlicher lernt, der weiß dann, dass das so ist und der hat es im Leben leichter. Also diejenigen Menschen, denen es im Leben zu leicht gemacht wird und die diesen Reflex nicht lernen, na, zu wissen, ich scheitere und zu wissen, Alter, ich muss wieder aufstehen. Ist nicht schlimm, passiert. Das passiert einfach. Ja. Ich falle beim Skifahren auf die Schnauze, stehe wieder auf und es geht weiter. Wer das nicht lernt, der hat eben am Ende weniger vom Leben. Das Leben schuldet dir ja nichts, sondern du schuldest deinem Leben was. Also ist die Frage, was willst du? Gibt dir jeden Tag eine neue Chance. So ist das. Wenn du es nimmst, ist recht und wenn nicht, ja, genau. Sprech kaum. Ja, genau. Andreas, vielen Dank. Wenn du mir da was reinschreiben würdest, ja, mach ich gerne. Ich habe jetzt auch noch mein schönes Gästebüchlein hier. Ah, da schreibe ich auch was rein, okay. Wenn du dir vielleicht Gedanken machen könntest, wer der Nächste hier auf diesem Sitzplatz sein sollte, ja, schreib uns bitte rein. Ja, soll es ein Österreicher oder Deutscher sein? Ist mir wurscht. Jemand, von dem du der Meinung bist, dass es wichtig ist. Oder dass er wichtig oder sie wichtig wäre. Vielen, vielen Dank. Was haben wir denn heute? Heute ist der 9. ne? Ja, ich weiß es nicht. Schönes Buch. Danke. Ja. Spezi. Danke. Sehr gut, sehr gut. Und hier schreibe ich jetzt was rein. Super. Danke dir.